Bettwanzen in Deutschland werden zu einem immer größeren Problem. So berichtet Kai Schäffler, der Vorsitzende des Deutschen Schädlingsbekämpferverbands, gegenüber deutschlandfunk.de, dass sich Meldungen über Bettwanzen in den letzten 15 bis 20 Jahren deutlich gehäuft haben. Mit ein Grund für die Bettwanzenklage in Deutschland sei das verstärkte Reiseaufkommen in andere Länder. Entscheidend sei seine Einschätzung zur Folge vielmehr, in welche Länder gereist werde. Seit der Aufhebung der Reiseverbote wegen der Corona-Pandemie seien wieder viel mehr Menschen in die USA gereist. Das sei seiner Einschätzung nach für die Bettwanzenlage in Deutschland nicht zuträglich gewesen, weil gerade in den USA ein großes Bettwanzenproblem vorliege. So haben laut Schäffler bereits über 90% der Hotels in den USA schon mal einen Bettwanzenbefall gemeldet. Ähnlich betroffen seien zudem Estland, Lettland, Litauen, Armenien, Aserbaidschan und ehemalige Sowjetstaaten. Konkrete Zahlen, wie verbreitet das Problem hierzulande ist, liegen laut Schäffler jedoch noch nicht vor.